Willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Neuschwarmfunk. Endlich mal. Heute wieder mit prominenter Besetzung, die wir aber erst am Ende nennen werden. Ich grüße meine drei Kameraden. Stefan. Ja, guten Abend. Der Neuschwabe Sepp. Hallo. Friedemann. Servus. Und wer sitzt zu meiner Rechten? Ein unglaublicher Autor. Ja. Volker Zirke. Hallo. Ja, wir reden heute über H.P. Lovecraft. Wir sollten dazu unbedingt mal eine Folge machen, hat uns Volker angestupst, und das werden wir jetzt auch tun. H.P. Lovecraft sollte ja einigen schon bekannt sein. Ich da auch hier in unserer Runde haben es jetzt sich ein paar damit befasst. Stefan, du hast es schon länger ein bisschen Lovecraft, ne? Oder liest es auch? Nein, tatsächlich lesen tue ich es nicht, aber so vor einem Jahr oder ein bisschen länger habe ich halt angefangen, auch so die ganzen Hörbücher durchzuhören. Einige sind ja so eine Stunde oder anderthalb, und andere gehen halt irgendwie 5-6 Stunden, ja. Und gerade während Autofahrten oder auch am Abend beim Laufen gehen und so habe ich mir das öfter mal angehört. Und es gibt ja noch verwandte Autoren, wo da mit Lovecraft zusammengewirkt haben bei einigen Dingen. Ja, wir werden heute auf jeden Fall besprechen, wie weit, deswegen ist es auch keine Übertreibung, H.P. Lovecraft mit Tolkien zu vergleichen, oder? Also in seiner Auswirkung auf die heutige, nicht Literatur, auch, aber das auch die doch, das wäre schon übertrieben, würde ich sagen. Ich würde sagen, dass Lovecraft so ein bisschen anti-Tolkien-mäßig ist. Also es sind natürlich beide in einer gewissen Weise, auf eine gewisse auch zu kritisierende Weise rechtsradikal, aber Tolkien halt mit seiner christlichen Überzeugung grundsätzlich lebensbejahend und Lovecraft eigentlich komplett das Gegenteil davon. Auch das werden wir erörtern, inwieweit der Horrorautor ein sogenannter Incel war. Ja, bevor wir darauf weiter eingehen, sollten wir noch das Leben besprechen. Ich meine, Tolkien ist ja auch aus einer katholischen Familie entsprungen, war selber auch Katholik, ja. H.P. Lovecraft in einer puritanischen, lutheranischen Familie aufgewachsen. Lässt es schon mal tief blicken? Zum Glauben hatte ja auch so ein bisschen indifferente Haltung. Also er war ja selber nicht gläubig, Lovecraft. Hat sich selber als Atheist ganz eindeutig gebrannt. Ja, aber ich glaube, er hat mal an verschiedenen Briefen auch sich sehr, sehr deutlich für dieses protestantisch-amerikanische Weltbild ausgesprochen. Also so eine gewissen zeitlichen Tendenz in Amerika, das ja zwischen 1850 und 1910 gab es so relativ mehr oder weniger ausgeprägte Bewegungen in den USA, die auch katholische Zuwanderer sehr, sehr kritisch gesehen hat nach Amerika, die eben ihre Wurzeln hauptsächlich im Englischen gesehen hat. Und Lovecraft hat sich ja auch sehr als Gentleman der englisch beeinflussten Oberschicht gesehen, auch wenn er das technisch gesehen eigentlich nicht war. Muss natürlich, also vielleicht für den Zuhörern das nochmal genauer aufmachen. Lovecraft ist jetzt ein Horrorautor, der Stefan das schon kurz angedeutet, hauptsächlich Kurzgeschichten geschrieben. Also das längste Buch ist auch nicht länger als 150 Seiten. Und deswegen auch sehr, sehr einfach zu konsumieren. Und die Geschichten laufen auch immer nach einem ähnlichen Muster ab. Also man kapiert es relativ schnell, um was da so die Hauptinhalte sind. Und natürlich sind diese Bücher, wie auch bei Tolkien, eben massiv von seiner persönlichen Einstellung geprägt. Und das habe ich ja auch eben gesagt, die ist halt ja, massiv menschen- und menschenfeindlich und natürlich auch dem Zeitgeist der damaligen Zeit massiv entgegengesetzt. Und das ist, glaube ich, das Interessante an Lovecraft, der sicher jetzt nicht als glücklicher Mensch beschrieben werden kann, aber doch ein sehr, sehr interessantes Werk damit produziert hat. Auf jeden Fall. Vielleicht, wenn ich ja gerade überleben könnte, man muss auch sagen, Lovecraft hat das Schicksal von vielen Autoren geteilt und Künstler. F für Volker an der Stelle. Nämlich, er konnte eigentlich erst im Nachhinein, hätte er von seinem Lebenswerk leben können. Moment! Tatsächlich war er zu Lebzeiten eigentlich so gut wie nicht bekannt. Ja. Seine Geschichten wurden im Pulp Magazine, wurden die einfach veröffentlicht. Und erst in den 70er Jahren fand so eine Wiederentdeckung von Lovecrafts Werken statt. Und eben vor allem nachdem halt die Rechte daran verjährt sind, sieht man jetzt auch in den letzten Jahren, dass halt ein Lovecraft-Film nach dem anderen oder ein Lovecraft-Buch nach dem anderen verfilmt wird.
Und das nächste, wo wahrscheinlich kommen wird, ist Die Berge des Wahnsinns. Da versucht irgend so ein Regisseur gerade seit, glaube ich, anderthalb Jahren ein 200 Millionen Dollar Budget zusammenzukratzen, damit er dann das auch so umsetzen könnte. Ja. Gibt es das nicht schon als Film? Es gibt, glaube ich, Die Berge des Wahnsinns. Man muss ja auch sagen, dass diese Lovecraft-Filme alle dasselbe Schicksal teilen, nämlich dass sie meistens sehr, sehr schlecht sind. Was meiner Meinung nach eben auch damit zusammenhängt, dass diese Art von Horror, die Lovecraft entwickelt in seinen Büchern, sehr, sehr schwer umzusetzen ist. Also von der sprachlichen auf eine filmische Ebene. Das ist eine sehr, sehr komplexe und auch eine sehr, sehr sprachliche Sache. Das ist ganz lustig. Es gibt ja einen auffälligen oder einen sehr, sehr umfangreichen Briefwechsel von Lovecraft mit verschiedenen Verlegern, Unterstützern, Freunden. Und die Art, wie er dort zum Beispiel über sogenannte Einwanderer aus nicht-europäischen Ländern in die USA schreibt, deckt sich mit seiner hysterischen Beschreibung von monsterhaften Kreaturen. Dieser Schreibstil ist sehr an persönliche Psychosen so ein bisschen gekettet. Lovecraft, wie gesagt, auch Zeit seines Lebens nie aus Providence rausgekommen, bis auf 2 Jahre, die er mal in New York gelebt hat. Und dieses Multikulti in New York hat ihn so sehr verschreckt, dass er umso hysterischer über Ausländer geschrieben hat. Und das schlägt sich auch irgendwie in seinen Werken dann so ein bisschen nieder. Und ich glaube, das ist, wenn man das versucht, in filmische Sprache zu übersetzen, dann geht das automatisch immer so ein bisschen schief, weil man nur versucht, so diese Hollywood Action Monster Ebene mit einzubinden, und naja, das schockiert halt heute gar niemanden mehr. Wobei man ja auch bei Lovecraft irgendwie trennen muss zwischen Alien und Monster, sag ich mal. Für ihn kommen ja diese ganzen Menschen aus einer Überdimension, aus dem Weltall auf die Erde, schon vor zig Jahren, bevor die Menschheit überhaupt angefangen hat zu leben. Das ist ja fast schon ein und dasselbe, ja. Das ist ja nicht, sag ich mal, dieses moderne Marsmännchen kommt auf die Erde und guckt jetzt mal, was so abgeht, sondern es ist ja was viel tiefergreifendes oder eine bestimmte Urzeitgeschichte wurde ja auch von ihm erzählt, ja. Ja, es gibt eigentlich zwei große Ursprünge von diesen Monstern. Einerseits eben diese Alien-Rassen und einerseits natürlich diesem, was in der Schatten aus der Zeit zum Beispiel, ja, wobei nicht ganz, aber zum Beispiel in der Fall Charles Dexter Ward, da kommt der Horror aus der Vergangenheit. Also da sind beides so Dimensionen, die vom menschlichen Geist nicht ganz erfasst werden können. Also einerseits natürlich das Weltall, das zu Lovecrafts Zeiten natürlich total unerforscht war, und natürlich so diesem indifferenten Zeitgefüge. Und das ist, wie du sagst, schon was ganz anderes als dieses klassische, was es auch in den 30er Jahren schon gab, dieses Marsmännchen-Denken, was immer so ein bisschen comichaft behaftet ist. Das ist eine sehr, sehr subtilere Variante, würde ich mal behaupten. Auch wenn es natürlich dann trotzdem dann drauf ausläuft, dass diese Monster sehr, sehr plastisch dargestellt werden, sehr, sehr wissenschaftlich. Das ist ja auch eine Eigenart des Lovecraftschen Schreibens. Aber auch nur teilweise. Es ist ja auch oft so, dass er eben genau nicht beschreibt, wie etwas aussieht, und eben, weil allein der Anblick einen schon wahnsinnig machen würde. Da gibt es zum Beispiel so im Mountains of Madness, also Berge des Wahnsinns, ist ja zum Beispiel so, dass sich der Weg dieser Expedition in die Antarktis sehr, sehr genau nachvollziehen lässt, dass er sehr, sehr genaue Ortsangaben macht, dass er auch das Gelände, das sie dann entdecken, sehr, sehr genau vermisst. Und in diesem Moment des dieses Wahrhaftigwerdens, dieses Horrors, dass dann sich die Sprache überschlägt, dass dann auch eben das so in sich selbst auch kollabiert. Und dieser Gegensatz ist praktisch das, was diese Sprache von Lovecraft ausmacht. Einerseits diese wissenschaftlichen Beschreibungen, es gibt ja dann auch in Berge des Wahnsinns dann diese gefundenen Kadaver, könnte man sagen, die dann sehr, sehr genau, auch weil das Team sich ausschließlich aus Wissenschaftlern zusammensetzt, sehr, sehr genau beschrieben wird.
Und einerseits dann diesen Wahnsinn, der dann wirklich, wie du richtig sagst, dann nicht mehr rational beschrieben wird. Ja, also das ist sicher ein großer Unterschied. Deswegen gilt ja auch H.P. Lovecraft als der Begründer vom modernen Horror eigentlich. Von ihm wurde ja auch Stephen King und viele andere haben eigentlich so auch von ihm ein bisschen abgekupfert, weil vorher hattest du halt mehrheitlich, was weiß ich, so bei Edgar Allan Poe zum Beispiel, hast du halt auch der Horror, wo dann irgendwie in die Pest hineinprojiziert wird oder in den Raben. Und halt davor hattest du einfach diese Horrorgeschichte von der Folklore, also halt von Vampiren, von Wendigos, von Werwölfen. Und eben, wie Volker jetzt gerade auch das alles ausgeführt hat, bei Lovecraft wird es dann halt so, ja, es wird dann halt so unvorstellbar, dass man sich's gar nicht richtig, dass man sich's halt nicht vorstellen kann. Und ich muss sagen, am Anfang fand ich das eigentlich auch sehr reizvoll an seinen Geschichten, aber mit der Zeit, ja, ich weiß nicht, Volker, wie geht's dir da, aber mit der Zeit ist es mir auch ein bisschen auf die Nerven gegangen, dass bei jeder Geschichte dann gesagt wird, unaussprechlich, unbeschreibbarer Horror, Wahnsinn, wie man ihn gar nicht in Worte fassen kann und so. Ebenso bei den ersten Geschichten, großartig, aber so mit der Zeit ist es dann irgendwie immer so, ja, okay, gut. Also ich habe das Gefühl, dass die, also es sind ja sehr, sehr viele Kurzgeschichten und die sind über verschiedene Zeiträume meistens sehr, sehr kurz geschrieben worden. Also es ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass er jetzt, weiß nicht, Tolkien 20 Jahre an einem Buch gearbeitet hat, bis es dann mal dieser ganze Mythos ausgearbeitet ist, sondern dass es tatsächlich so ist, dass er innerhalb von ein paar Wochen bis Monaten eine Kurzgeschichte geschrieben hat und die dann rausgehauen hat, teilweise. Manche sind auch erst später veröffentlicht worden, aber du kannst dann am Veröffentlichungszeitpunkt auch immer eine bestimmte Phase von seinem Werk ausmachen und meiner Meinung nach schwanken die Kurzgeschichten auch sehr untereinander. Also es gibt sehr, sehr interessante, wie gesagt, eine meiner Lieblingsgeschichten ist eben der Fall Charles Dexter Ward oder Mountains of Madness oder Cthulhu's Ruf, die interessant sind und auch eine sehr, sehr originelle Erzählstruktur haben. Und es gibt halt eben Geschichten, die dahinter zurückbleiben. Es ist halt einfach so, weil er auch unfassbar viel geschrieben hat. Ja, aber dieses, dass es eben Elemente gibt, die man sich einfach nicht vorstellen kann, ich glaube, das ist auch vielleicht einer der Gründe, warum es bisher eben nicht so viele, zumindest erfolgreiche Verfilmungen gibt von Lovecraft. Ja, zum Beispiel die Farbe aus dem All. Das ist ja einfach eine Farbe, die es nicht gibt. Wie soll man die denn darstellen in einem Film? Das ist ein neuerer Film, ne? Das war kurz tatsächlich. Gibt es dazu einen Film? Ja. Ja, die Farbe aus dem All wurde tatsächlich verfilmt vor einem Jahr oder zwei. Und ich musste sagen, der war ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht. Also hat meine Erwartungen übertroffen. Allerdings, was ich natürlich anfügen muss, was ich anfügen möchte, wie gesagt, wir haben es jetzt schon vorhin ein bisschen angedeutet, Lovecraft war politisch alles andere als linksliberal. Und er hat in seinen Geschichten dann auch gerne einen Charakter aus Providence eingebaut, weil er selber ja von da kam. Und bei Farbe aus dem All ist das natürlich auch der Fall. Und wen hat man natürlich gecastet bei Farbe aus dem All? Es war natürlich ein tiefschwarzer Jogger, wo sozusagen die Lovecraft-Person dann dargestellt hat. Aber welche Farbe hat die Farbe dann? Schau dir den Film an. Er ist mit Nicolas Cage, sehe ich gerade. Ja, richtig. Der ja bekannt ist als einer der besten Schauspieler. Ironisch. Ja, nur weil er diesen ganzen Mysterium-Film mitmacht, ne? Das würde ich auch. Ja, jetzt erstmal schnell zu Lovecraft zurück. Ja. Aber es ist natürlich richtig, dass Lovecraft seine Hauptcharaktere immer so ein bisschen nach sich selbst entwirft, beziehungsweise wie er selber gerne wäre. Sind also meistens gebildete, oft Professoren von der Universität, der er auch erfunden hat, aus Neuengland. Also er ist ja, wie gesagt, selber auch nie länger aus Neuengland rausgekommen, 2 Jahre in New York gelebt und ich glaube ein paar Mal in den Südstaaten gewesen. Aber er war sonst nie er hat sich eben Neuengland, Providence in Massachusetts müsste es sein, zu Hause gefühlt als so eine Art postkoloniale britische Oberschicht oder nicht postkolonial, sondern einfach eine koloniale Oberschicht.
Und hat sich natürlich selber in diese Geschichten auch reingeschrieben. Und die ganze Zeit hangel ich mich jetzt schon immer so ein bisschen an diesem Hullebeck-Buch entlang. Dieses erste Buch, das er geschrieben hat, Gegen die Welt, gegen das Leben, das so ein Essay über Lovecraft ist. Und er schreibt eben, dass es auch so einen gewissen Opfermythos bei Lovecraft gibt. Nämlich, dass er selber sich als Protagonist, der diesem Schrecken immer ausgesetzt ist, dass das praktisch der er selber ist, logischerweise, als so wie er sich sieht, als gebildeten, ja, vornehmen Gentleman, der sich mit dem, wie sagt man das am besten, fremdländischen Terror auseinandersetzen muss, der mit dem er dann praktisch konfrontiert wird, der auf Erfahrungen in New York und anderswo mit sogenannten Einwanderern herrühren könnte. Trotzdem war ja seine erste Frau, oder ist ja auch sexuelle Erfahrung ja mit einer ukrainischen Jüdin, ja, die ihn dann immer wieder darauf hingewiesen hat, woher sie eigentlich kommt und wer sie ist, ja. Ja, nur deswegen ist er doch überhaupt nach New York gezogen, oder? Weil er sie geheiratet hat. Das ist auch. Ja, was allerdings lustig war, weil Lovecraft halt seit seines Lebens Antisemit geblieben ist. Und das, obwohl seine Frau ständig auch deswegen natürlich auf die Barrikaden gegangen ist. Aber Lovecraft hat das scheinbar nicht großartig gekümmert, ja. So ist das. Wenn wir jetzt nochmal auf ein Werk zurückkommen, wenn auch nochmal auf die Fremdenfeindlichkeit von Lovecraft. Das eine Werk über das Fischerdorf. Der Name ist mir aber entfallen. Schatten über Innsmouth. Ja, genau. Da wird es ja ganz klar deutlich, wo dann, sag ich mal, diese fremdländischen, nicht Hybridmenschen, aber ja, Monster, sag ich mal, aus dem Wasser steigen und dann, sag ich mal, sich mit den Menschen, sag ich mal, vermischen, ja, sag ich mal, der große Austausch aus dem Meer und dann diese Hybridmenschen formen, ja, da wird es ja ganz deutlich. Naja, es ist also wirklich schon fast pathologisch, eben dieser ja, Angst vor Vermischung, vor Degeneration, das ist natürlich auch was, man in der Zeit, denke ich, ganz gut ablesen kann, als, ja gut, Amerika natürlich auch als erster Multikulti-Staat überhaupt, dass es da einen gewissen kulturellen, wie sagt man da, Abschwung in der Gesellschaft zu beobachten gibt. Er hat ja auch, sag ich mal, glaube ich, alles, was damit zu tun hat, gehasst. Also Jazz hat er gehasst, er war, glaube ich, Nichttrinker. Alles, was im Prinzip Spaß macht, das ist so eine allgemeiner Hass auf alles Lebensbejahende, alles, was auch so ein bisschen vielleicht nietzscheanisch konnotiert wäre aus heutiger Sicht, also so ein positives Bekenntnis zum Leben und wie es eben funktioniert ist, weil er selber ja sehr, sehr zurückgezogen, ohne viel Spaß gelebt hat und ich glaube, das Einzige, was er sich gegönnt hat in Massen, waren Süßigkeiten. Ja. Rührt ja alles auf seine Vergangenheit, ja, sein Vater früh verstorben, die Mutter, sag ich mal, auch psychisch ja, verrückt, kann man einfach sagen, die Tanten dann später ihn aufgezogen, die auch nicht gerade ähnlich drauf waren. Sein einziges großes Vorbild war sein Opa, ja, der ihn ja auch zu den ganzen Büchern und so weiter gebracht hat. Mhm. Genau. Ein Onkel war das, soweit Onkel, ich weiß, ja, stimmt. Das nee, war doch sein Onkel. Ich meine Großvater. Ja, aber jedenfalls, vielleicht dort, man muss halt dazu anmerken, wie gesagt, Lovecraft ist ja heute würde der Millionen verdienen mit seinem Werk. Und das eben, das Lustige daran ist halt, dass auch viele Borderline-Linke und auch sonst Linke halt seine Geschichten lieben. Und dass sich da halt ganze Foren und ganze Zeitungsartikel finden, wo die drüber rumheulen, dass sie nicht wissen sollen, wie sie damit umgehen sollen, dass einer ihrer Lieblingsautoren halt zum Beispiel den Ku Klux Klan öffentlich unterstützt hat und der Klan hat dann auch Lovecraft, ja, der Klan hat sogar, es gibt die Legende, der Klan hat Lovecraft dann gefragt, ob er bitte aufhören könnte, sie zu unterstützen, weil das sei schlechte Publicity für sie. Weil Lovecraft, wieso, weil so, Lovecraft nicht so beliebt sei. Ich dachte, das passt ansonsten, doch. Ich meine, beim Ku Klux Klan gibt es auch diese Ränge wie Großhexer oder was weiß ich, oder was gibt es da? Da gibt es auch so obskur. Ja, da gibt es der Drachenmeister und der Hexenmeister und so, der Grand Wizard, also der Großzauber. Ja, genau. Aber man muss halt sagen, ein linker Autor, ich weiß nicht mehr, welcher Artikel das war, ich glaube sogar von der Süddeutschen Zeitung, habe ich hier vor der Sendung noch gelesen und der hat auch gesagt, Lovecraft bricht eigentlich Xenophobie auf das unterste Level runter, nämlich die Furcht. Und man muss halt schon sagen, Lovecraft hatte definitiv ordentlich einen an der Klatsche. Also halt sein Vater und seine Mutter hatten beide psychische Probleme und
um hier das noch, falls sich tatsächlich ein Linker diese Sendung anhören sollte, um das noch einzuweben. Lovecrafts Mutter wollte eigentlich gerne ein Mädchen und scheinbar hat sie auch ihn, bis er 5, 6 Jahre alt war, hat sie ihn gezwungen dazu, irgendwelche Löckchen wachsen zu lassen. Ja, nicht nur scheinbar, da gibt es ja Fotos davon. So. Gibt es ja Fotos, was? Wie er in Kleidern ist. Das ist ja nicht nur scheinbar, das ist so gewesen. Es gibt ja Fotos von ihm, wie er in Kleidern mit Locken dastehen musste. Ja, ja. Also, wie gesagt, Lovecraft, ein Opfer frühzeitigen Transgendertums, wer weiß. Und ja, wie gesagt, dann mit, tatsächlich hat er mit 7 dann eben auf die Initiative von, wir können es nicht abschließend klären, Opa, Onkel, dann seine ersten Geschichten geschrieben und das ist ganz interessant, weil die haben sich vor allem an der Odyssee und an anderen, an der anderen griechischen Heldensage und so orientiert, scheinbar. Die das ist spannend, das muss ich auch noch. Kurzgeschichten, wo er dazu geschrieben hat, ja. Seine erste Kurzgeschichte war ja Der Alchemist. Hast du das gelesen, Volker? Nee. Ich auch nicht. Ich weiß nur, dass Lovecraft tatsächlich auch, also wirklich sehr, sehr bewandert war, hat sich auch viel mit Erzähltheorie auseinandergesetzt. Deswegen auch diese Entstehung der Kurzgeschichten tatsächlich nicht zufällig, weil er die Puste ausgegangen ist, sondern weil er tatsächlich der Überzeugung war, dass Bücher so geschrieben werden müssen, dass sie in einem Tag gelesen werden können, um eben auch diesen Spannungsbogen aufrecht zu erhalten. Also was das betrifft, sehr, sehr überlegt geschrieben hat. Er hat sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht, wie er das stilistisch ausarbeitet. Und was viele nicht wissen, glaube ich, ist, dass er auch, glaube ich, mit Lyrik angefangen hat, also Gedichten. Ne? Ist er hat auch die ganze Zeit seines Lebens unfassbar viele Briefe geschrieben. Ich glaube, er hat über 80.000 Briefe geschrieben. Google mal Lovecraft Niggerman Poem. Da wirst du sehr, sehr interessante Gedichte von ihm finden. Der Titel sagt alles, ne? Also es gibt das, es ist auch wie seine Bücher auch sehr, sehr... Also allgemein ordnet man, glaube ich, auch seine Gedichte weit, weit unter seinen Kurzgeschichten ein. Es gibt da... Wegen den politischen Äußerungen? Nee, es gibt halt so Spaßgedichte, wo es halt wirklich dann nur noch über schwarze US-amerikanische Mitbürger geht und tatsächlich eben auch so ein bisschen in diese romantischen Gedichte, aber an sich, also ich bin auch kein großer Gedichtfan, ich kann das vielleicht nicht abschließend beurteilen. Also ich habe das Nigger-Gedicht tatsächlich aufgeschalten und es ist großartig. Ja. aber tatsächlich, Lovecraft hat ja, das ist ja auch so eine, in der Geschichte, ich weiß nicht mehr, Volker, welche ist das, wo es um die Katze geht? Oh. The Rats in the Wall. Ah, ist das Ratten im Gemäuer, ja. Ja. Auf jeden Fall, dort wird ja auch schon in der Geschichte halt erzählt von der Katze, die Niggerman heißt. Aber das Lustige ist halt einfach, Lovecraft hat halt auch seine Katze im richtigen Leben. Das war halt einfach so eine schwarze Katze und er hat die auch einfach Niggerman getauft. Was halt noch umso lustiger ist, wenn man sein Zeug kennt und sich dann denkt, ja, so ein kluger Kopf, so ein intelligenter Typ. Und dann hört man einfach so, dass er seine Katze einfach Niggerman tauft. Das, ja, vielleicht sollten wir mal ein bisschen wegkommen von der Person Lovecraft und bisschen drauf eingehen, warum er, also was seine Geschichten ausmacht, noch mehr. Ja gut. Aber wie gesagt, ich behaupte halt, dass es halt da also nur eine ganz, ganz dünne Trennmauer gibt zwischen seinen Geschichten und ihm selber. Das ist eben gerade diese großen Geschichten, die er, und sag ich mal, in der Spätphase, nachdem er in New York wieder ausgezogen und zurück nach Providence gezogen ist, entstanden sind, also auch nach diesem Schock sozusagen entstanden sind, wobei natürlich diese, ja, in Anführungsstrichen rassistischen Merkmale sich schon sein Leben vorher manifestiert haben, dass die da nochmal sich in den, ja, Holbeck nennt es, die großen Werke von ihm widerspiegeln, die in den 30er Jahren entstanden sind und dass die eben ganz stark von seinem persönlichen, ja, seinem Charakter inspiriert sind von und auch eben seinen Psychosen sozusagen, also eben dieser Fremdenhass, dieser Hass auf Vermischung, dieses Unheimliche, das sich daraus evoziert und eben diesen der Konklusion, die auch alle seine Geschichten letztendlich ausmacht, dass die Menschen auf einer ganz unteren Ebene mitspielen, sag ich mal, auch nicht irgendwie, zum Beispiel christliche Glauben jetzt
auszeichnen würde, die die Krone der Menschheit oder die Krone der Schöpfung ist sozusagen, sondern einfach nur ein ganz, ganz kleines Rädchen in einem riesengroßen Kosmos, der schon Milliarden Jahre vor der Entstehung der Erde existiert hat und auch noch Milliarden Jahre danach existieren wird, und dass die Menschen darin und ihre ja, Gefühle und ja, jämmerlichen politischen Skandale und was ich nicht, Liebesgeschichten, das ist alles nur ja, im Anbetracht dieser Milliarden Jahre komplett irrelevant ist. Und einerseits ist natürlich eine komplette ja, Lebensverneinung so ein bisschen, und andererseits, zumindest schreibt es Houellebecq eben, ist es auch eben ganz stark auf diesem Materialismus von ihm stehend. Also er angesichts dieser Übermächtigkeit, dieser Aliens, dieses außerirdischen Lebens, das so viel gewichtiger ist als das der Menschen, kommt er trotzdem nicht zu der Übereinkunft, wie jetzt, weiß nicht, bei Tolkien oder so das wäre, dass es dann noch irgendwie was Überdimensionales, irgendetwas Göttliches gäbe, sondern es ist wirklich alles nur noch reine Materie, Ablauf von Geschichte eben. Ich glaube, dass da eben auch noch so ein Punkt ist, dass wie sage ich das jetzt am besten? Das weißt du. Wie bitte? Das weißt nur du. Ja. Der Mensch, und eben, wie du sagst, ist egal, und die Bedrohung, die Horrorfiguren, die er beschreibt oder um die es geht in den Geschichten, die sind ja auch nicht böse in dem Sinne. Es gibt eben da kein Gut oder Böse, sondern sie stellen ja nicht eine Gefahr dar, weil sie dem Protagonisten irgendwie ein Übel wollen oder sowas, sondern einfach, weil sie existieren, weil sie zum Beispiel wie in die Farbe aus dem All, das ist ja, die Farbe macht ja, was sie will, nicht weil sie die Menschen vernichten will oder sowas. Und genauso auch irgendwie die ganzen großen Alten und sowas, die interessieren sich ja an sich gar nicht für die Menschheit. Sie stellen einfach so eine Gefahr dar, aber an sich sind die Menschen eigentlich egal in seinem. Es ist ja auch sehr unterschiedlich. Es gibt ja Alienrassen, die vergleichsweise neutral sind, zum Beispiel aus Schatten aus der Zeit. Die großen Alten heißen sie, glaube ich. Nee, Quatsch. Das müsste die alte Rasse sein, das ist noch ein bisschen schlecht formuliert alles, aber die ist an sich ja nicht menschenfeindlich. Die neigt dazu, die Menschen zu erforschen, also oder auch andere Lebensarten davor und danach durch Zeitreisen zu erforschen, aber die sind per se nicht den Menschen feindlich gesinnt, während andere ja, Alienrassen, also ganz davor natürlich hier die Insektoiden da. Naja, es gibt dann hier die großen Alten, heißen die, glaube ich, bei Lovecraft. Das sind dann praktisch diese Gottheiten, also Cthulhu und Yogg-Sothoth und so. Die sind natürlich klar, ja, ein bisschen klar negativ konnotiert, und natürlich werden die ja auch erst gefährlich dadurch, dass die in Verbindung mit einerseits natürlich degenerierten, hauptsächlich von Mulatten, sagt er, glaube ich, ist der Begriff, den er verwendet, angebeteten Gottheiten schafft, und andererseits natürlich mit so Satanskulten, was zum Beispiel in der Fall Charles Dexter Ward so ist, wo er so eine Verbindung zu diesen Hexereien in Salem, also Satanistenkulten, letztendlich herstellt. Hier ist Necromonicum, wie ist der richtige Name? Necronomicon, ja. Necronomicon wurde ja auch von einem von jemand geschrieben, laut Lovecraft, der auch, sag ich mal, Mulatte ist, ne? Ein Araber, ja. Genau. Ich weiß nicht, ob Araber dasselbe sind wie Mulatten. Gibt's da irgendwie... Stimmt, gute Frage. Mulatten sind tatsächlich die Vermischung zwischen Einheimischen und Weißen, und Araber sind in sich eine eigene Rasse, also keine Mulatten, sondern Araber. Okay, aber so viel zum Exkurs. Ja, ich wollte gerade sagen, welche Rasse sind die Araber, das ist auch nicht so einfach. Was man natürlich auch sagen muss, ist Lovecraft eben gerade bei Berge des Wahnsinns. Dort hat er auch in der Vorrecherche, bevor er die geschrieben hat, hat er sich dann ja wirklich auch mit Leuten, die dann hin eine Expedition gemacht haben, unterhalten. Oder zum Beispiel bei Gefangen bei den Pharaonen. Das ist tatsächlich in einem Collab, kann man sagen, entstanden mit niemand geringerem als Houdini, also der berühmte Entfessungskünstler. Und eben, man sieht da halt auch Lovecraft eben auch zu den Briefen, was er vorhin gesagt hat. Lovecraft hat sich wirklich auch sehr intensiv dann immer drüber ausgetauscht und dafür
sich da extrem dafür inszeniert. Und deswegen kommt es dann halt auch so hervorragend rüber in seinen Geschichten. Ja. Und mit dem Lovecraft Circle hat er ja noch, also hat so eben Leute, wo sich dann diesem Lovecraft-Kult und diesem dem Cthulhu-Mythos, wie man das zusammenfassend nennt, dann angeschlossen haben. Gab es ja da auch einige. Zum Beispiel Robert E. Howard, der auch Conan der Barbar geschrieben hat. Genau. Genau, das wollte ich gerade sagen. Robert E. Howard war einer davon. Wobei Conan der Barbar zum Beispiel habe ich jetzt nie gelesen oder gehört, aber das Beste von ihm ist der Schwarze Stein. Du hast Conan der Barbar mit Schwarzenegger nicht gesehen? Das ist ja, nee, habe ich tatsächlich nie gesehen. Doch, das ist eminente rechte Filmlektüre. Ja, absolut. Ja, gibt es ja auch den Vorwurf, dass Conan ein sogenannter Faschist wäre. Was, okay. Also muss ich mir das jetzt anschauen in dem Fall. Okay, gut. Werde ich machen. Ich weiß nicht, Volker, weißt du da vielleicht noch mehr, welche anderen Autoren es da jetzt noch gab, wo auch direkt von Lovecraft selber abgekupfert, oder nicht abgekupfert haben, sondern halt auch in diesem ganzen Cthulhu-Kreis drin waren? Da gibt es eine ganze Bandbreite. Ich glaube sogar seine Frau selber, die dann in dem das Erbe ja auch ein Stück weit verwaltet hat. Er hat ja, mir fällt der Name gerade nicht ein, sein literarisches Vermächtnis weitergegeben und das ist dahingehend auch ausgebaut worden. Es gibt ein paar Geschichten, die er nicht zu Ende geschrieben hat, die aber von befreundeten Autoren zu Ende geschrieben wurden. Ich weiß tatsächlich jetzt nicht, welche das sind, aber es gibt bestimmt 15 Autoren, die, sag ich mal, sich dieses Mythos bedient haben, beziehungsweise an Geschichten, die er hinterlassen hat, weitergeschrieben haben. Okay. Also das trägt natürlich auch, hat natürlich auch noch dazu beigetragen, dass die eben so bekannt geworden sind, wobei die einhellige Expertenmeinung wohl ist, dass alle diese Autoren nicht das Niveau von Lovecraft haben, weil sie teilweise auch seine Pathologien eben nicht teilen. Also es klingt sehr einfach, so eine Geschichte abzukupfern, sage ich mal, weil die eben nach demselben Motiv immer ablaufen und nach ähnlichen Motiven. Aber wenn man diesen eminenten Hass auf das Fremde, sage ich mal, nicht teilt, dann kriegst du vielleicht diesen literarischen Stil gar nicht hin. Und das scheint offensichtlich der Fall zu sein. Ja, und ich glaube, damit kommen wir langsam auch mal zum Knackpunkt der heutigen Folge, nämlich inwiefern hat dein neues Buch Ins Blaue was mit Lovecrafts Stil zu tun? Kannst du dazu was sagen? Ja, ich wollte es auch noch kopieren, aber es hat auch nicht so gut geklappt. Ja, das kann ja so sagen, dass es gut geklappt hat. Du meinst Friedemann? Ja, ich kann dazu nicht so viel Gutes sagen, weil ich ja Lovecraft nicht besonders gut kenne. Ich kenne ihn eigentlich nur als Meme. Ich habe nichts von ihm bisher gelesen. Darum auch meine geringen Beiträge bislang zu dem Thema. Na, ich kann vielleicht einfach nur allgemein sagen, dass die Lektüre von Lovecraft auf jeden Fall angeraten sei. Wie gesagt, es gibt auch sehr, sehr viele Hörbücher auf Spotify, kostenfrei, gelesen von wie heißt der? David Nathan, so rum. Der Christian Bale Synchronsprecher. Genau, Johnny Depp Synchronsprecher, genau. Die sind sehr, sehr gut gelesen und da die eben auch nicht sehr lange sind, geht das auch mal gut auf einer kürzeren Strecke oder, ja, wie gesagt, wenn man irgendwie 1,5 Stunden Zeit hat, dann kann man sich das, oder 3 Stunden, das ist ja auch noch keine Zeit, wenn man das jetzt mit dem neuen Hulebeck-Buch irgendwie vergleicht, wo 600 Seiten dann geschwafelt wird, das ist natürlich eine andere Hausnummer. Und natürlich, sage ich mal, als interessant, als radikale Abkehr von der Moderne sozusagen, ist es interessant zu lesen, weil es natürlich auch eine Art von Gegenkonzept ist, weil diese Alienrassen natürlich auch nach einem anderen Konzept funktionieren. Im Schatten aus der Zeit schreibt Lovecraft, dass diese Alienrasse, die die Menschen studiert, ihre Gesellschaft im Prinzip wie einen faschistischen Sozialismus aufgebaut hat. Ja, und die Aliens aus Berge des Wahnsinns sind sozialistisch organisiert, hat er gesagt. Ja, das ist, wie gesagt, sehr, sehr, also er hat
war auf jeden Fall kein Zeitgenosse, kein Freund seiner Zeit. Das ist, denke ich, was auch viele Rechte gerade spüren, dass ja, logischerweise vieles in unserer Zeit, an unserer Zeit nicht so läuft, wie wir das Gefühl haben, dass es sein müsste. Insofern ist Lovecraft hat natürlich immer noch eine Aktualität. Dieser massive Pessimismus ist natürlich gewöhnungsbedürftig. Und ich habe tatsächlich für Ins Blaue dann mit Der schwarze Stein tatsächlich angefangen, dieser Howards Geschichte, die im Cthulhu-Mythos eben so eingebunden ist, aber eben mehr auf dieser Horror-Ebene und nicht auf dieser nihilistischen Ebene. Ja, gut, von mir kann man jetzt sicher nicht sagen, dass ich kein Nihilist wäre, aber nee, ich meine im geschichtlichen Kontext, ja. Also eben so diese Schreckensszenario ist ja dabei Der schwarze Stein. Und sonst hast du ja eben halt so diese Sinndekonstruktion. Halt eben, ich glaube, in Berge des Wahnsinns kommt das ja auch vermehrt so vor, dass die Menschheit vielleicht einfach von diesen Außerirdischen da erschaffen wurde, als Witz oder zum Spaß oder zur Nahrung, man weiß es nicht so genau. Dazu eigentlich. Ja, aber ich fand das einfach sehr, sehr interessant, wie er in der Lage ist, also eigentlich, diese Geschichten laufen eben, wie gesagt, nach einem immer selben, in derselben Art und Weise ab, wie sie konstruiert sind. Das heißt, meistens berichtet ein älterer Herr, der ein Professor mit akademischer Bildung, im Nachhinein über eine Art Brief über seine Erlebnisse und in der Hoffnung, dass niemand mehr nachforscht. Und dann blättert das so ein bisschen so auf. Das ist eigentlich eine sehr, sehr simple Erzählstrategie. Und baut dann aber sehr, sehr viel mit ein, was auch sehr, sehr unterschwellig und natürlich auch seiner Zeit voraus ist ein bisschen, was halt lustig ist, weil Lovecraft sich vielleicht 200 Jahre vor seiner Zeit, vor seiner Zeit gesehen hat, intellektuell. Und das ist hauptsächlich diese Erzählstrategie natürlich und diese subtiler Horror, den ich da eben in diesem Buch versucht habe zu vermischen mit Allgäuer Folklore, was natürlich so gar nicht Lovecrafts Ding vielleicht gewesen wäre. Hoffentlich. Ja, Lovecraft hat das Allgäuer wahrscheinlich gar nicht erst gekannt. Er wollte ja mal eine Europareise machen, aber hat nie das Geld zusammengekratzt bekommen. Vielleicht wäre alles anders gelaufen, wenn er mal nach Europa gekommen wäre. Oder nach Deutschland. Ja, hätte wahrscheinlich gut gefunden. Ja. Ja, allerdings. Ja. Ich meine, im Blauen, Volker, ist ja deutlich immer zu hören, die bisschen Verächtlichmachung über die Allgäuer, ja nicht Disney, aber die Disneyfizierung des Allgäus. Ja, du meinst halt. Mit zum Beispiel dem Schloss Neuschwanstein ist wahrscheinlich das prominenteste Beispiel dafür. Weil es ja nicht wirklich nicht mehr im Allgäu ist oder Oberallgäu. Aber und im Gegensatz dazu stellst du ja das Mystische heraus. Ja, insofern würde sich Lovecraft damit ja durchaus anfreunden können mit dieser Haltung. Ja, es ist natürlich eine, sag ich mal, essentialistische Ansicht, dass man eben dann davon ausgeht, dass so gut, also das ist ja vielleicht auch eine ganz, ganz aktuelle Frage in Zeiten von Corona und dieser komischen Asiatin, die Wissenschaftsvideos auf YouTube verbreitet, in der es nur Gut und Böse und Wissenschaft und Nichtwissenschaft gibt, dass eben diese menschlichen Erkenntnisse über Wissenschaft nicht das Ende der Fahnenstange sind. So. Und das ist natürlich auch mit im Allgäu jetzt so zum Beispiel, jetzt in dem konkreten Fall, dass es eben eben nicht alles nur als Skigebiet, als Touristenort, als Naherholungsgebiet für Arschlöcher aus München sich erschöpft, sondern natürlich, dass die Grundlage für all das natürlich, Natur an sich, natürlich immer was, ja,
ich will nicht sagen geheimnisvoll, aber was Gefährliches an sich ist. Und es gibt so bestimmte Momente in den meisten Leben, glaube ich, wo man auch ganz gut merkt, dass dieser Grat sehr, sehr schmal sein kann, dass es auch noch Momente gibt, wo auch der moderne Mensch noch merken kann, dass das, was da draußen als Demokratie verkauft wird, eben nicht die, das Ende aller Dinge ist. Was jetzt aber lustig ist, wenn du sagst, quasi, der, wenn du jetzt hier den Gegenentwurf zur Wissenschaft herausstellen willst, ist, dass im Blauen ja genau auch versucht wird, der Zugang zu dieser mythischen Welt über die Wissenschaft oder über einen wissenschaftlichen Weg eingeschlagen wird, sowohl von diesem Herr Bichler als auch von dem Rückblick ins Dritte Reich zu dem Großonkel. Dort wird ja auch versucht, auf einem wissenschaftlichen Weg sich dem Mythischen irgendwie habhaft zu machen. Ich glaube auch nicht, dass das unmöglich wäre. Also es ist ja zum Beispiel auch bei Lovecraft so, dass diese Wissenschaftler durchaus zu einem Punkt gelangen, wo sie in der Lage wären, das vor sich Sehende zu beschreiben und auszugraben. Aber das Problem ist halt, wie gesagt, wieder Beispiel wir heute in Corona-Zeiten, dass alternative Fakten, wie es so schön heißt, einfach nicht gehört werden wollen. Das ist ja auch bei Lovecraft sehr, sehr prominent, dass es durchaus Anzeichen gibt, diese, also meistens Artefakte aus dieser alten Zeit, die dann ausgegraben werden, die dann aber keine wissenschaftliche Beachtung finden, weil die Leute das so ein bisschen verächtlich machen. Also es gibt natürlich immer einen wissenschaftlichen Zugang. Ich bin jetzt ja auch kein Feind der Wissenschaft sozusagen, aber was heute eben als Wissenschaft verkauft wird, ist ja im Prinzip auch nur rebrandete Fake News, um es mal neudeutsch auszudrücken. Ich meine, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen Wissenschaft als Erkenntnisprozess und Wissenschaft TM als die Institutionalisierung der Wissenschaft heute. Das sind für mich nicht unbedingt die gleichen Dinge. Nö, also, sehe ich auch so, ja. Genau, insofern, man kann quasi, es gibt sozusagen eine Idee der Wissenschaft, die vielleicht durchaus Erkenntnisse zutage fördern kann. Aber ich habe keinen Uni-Abschluss, deswegen. Aber die Frage ist für mich, ob es je überhaupt Sinn macht, diesen mythischen Aspekt der Welt in irgendeiner Form kategorisieren zu wollen, was der Wissenschaft immer tut. Weil ob du ihn damit nicht von Anfang an schon kaputt machst. Nee, das stimmt. Das ist tatsächlich auch meiner Ansicht nach, sag ich mal, ein Vorteil, den Lovecraft, ich will mich da jetzt nicht kategorisieren, aber vielleicht dem ins Blauen voraus hat, in dem Lovecraft eben als Prämisse sowieso diese Ablehnung mit einführt. Das heißt, da gibt es dann überhaupt nichts mehr, dann erkenntnistheoretisch rauszugewinnen, auch für die Wissenschaft nichts mehr rauszuziehen, sondern es schließt praktisch die Ablehnung dieser Welt und des Lebens an sich schon mit ein. Und also ist natürlich sehr, sehr schwierig, da irgendwas Positives draus zu generieren. Gerade wenn man dann, sag ich mal, von rechts rangeht. Aber das ist im Prinzip seine Konklusion. Also das ist ja auch kein Metapolitiker oder sowas, der dann sagt, gut, das ist jetzt Aufbauliteratur oder so. Interessant. Moderator Max, du musst es übernehmen. Wir greifen ein, indem wir das Gespräch umlenken. In welche Bahnen wird sich denn zeigen? Du hast Michelle Obeck mitgenommen. Wir haben es jetzt schon oft angesprochen. Wir wollen jetzt nicht den neuesten Roman mit aufnehmen, aber warum tut jetzt, sage ich mal, gerade eine Person wie er jetzt Lovecraft aufgreifen? Sag ich mal, Michelle Obeck habe ich auch keine Hintergrundinformationen, aber warum gerade er? Also ich hätte ihn jetzt nicht so eingeschätzt, so er, sag ich mal, so ein bisschen der Boomer-Autor, der so ein bisschen sich nach jungen Frauen schmachtet, dass er jetzt gerade, sag ich mal, so ein Lovecraft aufnimmt. Also ich finde Hulebeck nicht wirklich ein Boomer, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist Gegen die Welt, gegen das Leben ist das erste, glaube ich, das erste veröffentlichte Buch von Hulebeck, nicht sein, also es ist kein Roman.
Aber es ist die erste Veröffentlichung aus einem Jahr 1991, also es ist jetzt schon, hat jetzt schon einige Jahre auf dem Buckel. Ist auch vielleicht der erste literarische Gehversuch von ihm, aber ich sehe da natürlich so eine reaktionäre Parallele bei den beiden natürlich. Houellebecq natürlich als Franzose so ein bisschen reaktionärer als Lovecraft. Auch vielleicht in natürlich lebensbejahender, also zum Beispiel ist ja ganz interessant, Lovecraft schneidet ja in jedem seinem Buch Liebe aus. Es gibt keine Gedanken über Liebesbeziehungen und es gibt keine körperliche Nähe. Überhaupt nirgends. Wenn dann mit negativen Behaftungen im Sinne von Vermischung, da nehmen die komischen Mulattenvölker, nehmen sich eine weiße Frau und vermehren sich mit ihr und sowas, also auch so ein bisschen klischeebehafteten negativen Konnotationen, aber nicht so, wirklich auf einem Liebeslevel, weil er selber das wahrscheinlich auch nicht so erfahren hat. Das ist die Spekulation. Bei Houellebecq ist es ja anders. Die ganzen Bücher sprühen ja über davon. Und die gibt schon Unterschiede, aber natürlich sind die sagen, in diesem Habitus des Reaktionären schon so ein bisschen ähnlich. Und ich kann das schon sehen, dass es bei Houellebecq so ein bisschen so eine Art Schule bei Lovecraft genommen hat, auch wenn die natürlich von der Aussage und natürlich vom Schreiben. Houellebecq ist ja jetzt nicht unbedingt ein Horrorautor. Weit auseinanderliegen. Aber Lovecraft ist meiner Meinung nach halt Weltliteratur, also es wäre wahrscheinlich auch unseriös, wenn man als Romanautor den nicht kennen würde. Stefan, du befasst dich jetzt schon länger mit, oder liest zumindest, du hörst Lovecraft, sagen wir mal so. Ein Aspekt von Lovecraft selber, wo er, sag ich mal, auch seine literarische Kraft, sag ich mal, seine Inspiration geholt hat, waren ja auch seine Träume, seine Schlafparalyse, könnte man fast schon sagen. Ja. Stefan, wie viele Albträume hast du, seitdem du Lovecraft hörst? Ja, das ist eine interessante Frage. Tatsächlich, früher habe ich relativ intensiv geträumt und wusste das am nächsten Tag auch. Allerdings muss ich sagen, seit so 3-4 Jahren kann ich mich kaum mehr an Träume erinnern. Alkohol hilft, habe ich gehört, zumindest zu mir. Seit du keine Schmerzmittel mehr nimmst, das ist nicht mehr schlimm. Ja, aber tatsächlich, also es ist nicht mal so eine schlechte Frage, Max, muss ich sagen, weil ich glaube, tatsächlich habe ich wieder öfter Horror oder so Albträume, seit ich Lovecraft höre. Das wäre tatsächlich möglich. Hast du allerdings jemals, von unbeschreiblichem Ausmaß und ich kann es nicht in Worte fassen, nicht von dieser Welt, außerirdisch. Ja. Hast du jemals Traumtagebuch geführt? Nein, komme ich nicht dazu, weil ich bin so ein typischer Last-Minute-Aufsteher, dass ich meistens mir noch die Hose im Treppenhaus anziehen muss, wenn ich zur Arbeit renne und so. Also sollten wir das tun, statt im Schützengraben Tagebücher zu schreiben, die wir einfach nicht haben, Traumtagebücher führen? Oder warum bringst du das jetzt auf? Ich meine das gelesen zu haben, dass Lovecraft sich sehr, sehr, hast du ja auch gesagt, inspirieren hat lassen von seinen Träumen, aber auch Tagebuch darüber geführt hat, also was er geträumt hat oder vielleicht, ich weiß es nicht, weil ich die Briefe nicht gelesen habe, darüber schreibt. Das wäre halt sehr interessant. Viele Leute machen das ja, Traumtagebuch zu führen. Ich halte das eigentlich für eine relativ interessante Idee, weil ja auch also es ist natürlich jetzt so ein bisschen Boomer, pseudowissenschaftlich, esoterisch, wenn ich jetzt hier sage, dass Träume auch von uns noch nicht so ganz wirklich erforscht sind, woher die auch wirklich kommen und unseren Scheiß. Aber es ist ja natürlich auch letztendlich so. Also man kann da jetzt versuchen, irgendwie was rein zu interpretieren, oder man nimmt es halt ganz stumpf als Ausgangspunkt für irgendeinen Scheiß, den man selber schreiben wollte oder so. Oder man macht es halt wie Sigmund Freud, was in meiner Meinung unfassbar clever ist. Man philosophiert da einfach eine eigene Wissenschaftsart rein, nur weil man halt irgendwie psychisch gestört ist. Und es hat natürlich alles irgendeinen sexuellen Kontext.
Ja, aber der Freud hat das schon ziemlich clever gemacht. Also es ist halt, glaube ich, da stimmt auch die heutige Wissenschaft mit mir überein, wenn ich jetzt sage, dass Sigmund Freud sehr, sehr weit von wissenschaftlichen Standards und ja, irgendeiner Wissenschaftlichkeit entfernt ist. Aber der hat es halt durchgezogen. Und man redet noch sehr viel über ihn dafür, ja. Ja, auch diese, die, ja gut, das ist jetzt wieder ein bisschen boomermäßig, aber wenn ich sage, dass irgendwie Großteil von der kommunistischen Philosophie sich so ein bisschen auf diese Freud-Sachen so stützen, dann, ja. Ja, also man muss auch sagen, das ist ja auch einfach ein schwieriges Feld. Ich meine, Psychologie, dieses ganze Zeug, du kannst halt wissenschaftlich, mit wissenschaftlicher Vorgehensweise, vielleicht kann Friedemann hier noch was anfügen, aber du kannst halt jemanden das Hirn aus dem Kopf rausnehmen und das auseinanderschnippeln, aber irgendwie so bei dieser ganzen Analyse-Sache musst du dich halt irgendwie immer ins Reich der Spekulation begeben und irgendwie, ja, also jetzt ja, gerade bei Freud ist dann halt auch einfach ein großes Risiko, glaube ich, halt, dass man dann halt auch einfach von sich selbst anfängt, auf andere zu schließen. Und, aber ein toller Boomer-Take ja, gerade. Ja, ja, ich weiß, Psychologie, ja, dieses Zeug. Psychologie. Ja, also du kannst Psychologie auf verschiedene Arten und Weisen betreiben. Du kannst natürlich eine Verhaltenspsychologie betreiben, die empirisch vorgeht. Und da kannst du, bist du natürlich in gewisser Weise eingeschränkt, was deine Erkenntnismöglichkeiten angeht. Aber das bist du in allen anderen Naturwissenschaften, die empirisch vorgehen, auch. Du kannst, und insofern, also du kannst Experimente mit Menschen zu einem gewissen Grad natürlich machen. Sogar sehr weit gehen und dann gibt es natürlich irgendwelche Ethikräte, die dir dann irgendwo einen Strich durch die Rechnung machen, weil sie total langweilig sind und kein Interesse an irgendwas haben, das außer sehen wir ja gerade aktuell. Eigenen Schwachsinn. Insofern ist die Psychologie da sehr eingeschränkt, aber im Prinzip kannst du Psychologie genauso naturwissenschaftlich betreiben wie Physik oder Chemie. Nur Freud hat es nicht gemacht und die Frage ist schon auch, ob du wirklich alle Dinge, alle Aspekte der menschlichen Seele überhaupt empirisch erfassen kannst. Man kann also sehr viele tolle Menschenexperimente machen, nur kommt dann irgendwann der blöde Ethikrat. Nee, ich meine jetzt nicht wegen des Ethikrats alleine, sondern darüber hinaus, selbst wenn du total geisteskrank wärst und alle krassen Experimente einfach durchziehst, weil du es einfach kannst und weil du es einfach machst und irgendwie Menschen total knechtest, um nur für deine psychologische Forschung. Selbst wenn du das machst, ist die Frage offen, ich habe da keine Antwort zu, ob die menschliche Seele sich vollumfänglich empirisch erfassen lässt oder ob es Aspekte gibt, die sich dem einfach entziehen, per ihrer inneren Qualität, die eben in diesen Bereich des Mythos gehören, der sich nicht kategorisieren und nicht systematisieren lässt. Und wenn es diesen Bereich gibt, dann ist es durchaus gerechtfertigt, andere Wege zu suchen, um diese trotzdem zu beschreiben. Und da hat Freud einen Weg gesucht und hat manche Sachen vielleicht treffend, viele andere Sachen sehr untreffend in meiner Hinsicht beschrieben. Aber es ist nicht per se ungerechtfertigt zu versuchen, die menschliche Seele abseits der Empirie zu beschreiben. Nur man muss es einfach klarstellen, es ist ein völlig anderer Weg und nicht mit den empirischen Psychologen zu vergleichen. Ja, ich habe eine Antwort für dich, Friedemann. Nein, man kann nicht alles empirisch fassen. Punkt. Damit Schluss für heute. Stefan, ausführen. Das scheint das No-Meme gewesen zu sein und alles ist gesagt. Ja. Ja, Abschlussworte hat natürlich der Gast, würde ich sagen, oder? Ja, wie immer, kauft ins Blaue und unterstützt den sogenannten Jung-Europa-Podcast. Volker, noch eine andere Frage. Willst du uns einen exklusiven Einblick in kommende Projekte geben? Nein. Was mit der nächste Zirke? Der nächste Zirke? Der neue Zirke. Wo kann man dich finden, Zirke? Eigentlich nur auf Twitter tatsächlich. Ich habe noch keinen eigenen Telegram-Kanal. Und Instagram hauptsächlich privat. Deswegen, wenn ihr lucide politische Statements haben wollt, dann auf jeden Fall Twitter. Und ja, kommende Projekte,
Traumtagebuch-Veröffentlichung? Das wäre geil, weil er könnte einfach nur ohne Scheiß schreiben und das all den Leuten verkaufen. Ja gut, ja, mach das doch mal. Über die Unterdrückung von Schwarzen. Der neue Zirke wird den Titel tragen, die Antwort auf die Träume. Hey, da wissen Bescheid. Also es gibt ja Leute, die erwünschen sich eine Fortsetzung von Enklave. Ich will mich da nicht ganz so... Also ich hatte tatsächlich... Doch, ich wünsche mir auch eine Fortsetzung tatsächlich. Also ich hatte am Ende von Enklave irgendwie das Bedürfnis nach mehr. Ich habe dann später mich damit auch zufrieden gegeben, einfach mit diesem Novellenformat. Das ist einfach so, passt für mich auch, aber glaube ich, würde mich trotzdem freuen über eine Fortsetzung. Hauptsächlich, also, weil du dich von der Fortsetzung von Ins Blaue fürchtest. Ich finde, Ins Blaue ist einfach abgeschlossen. Da ich fand, also gegen Ende gibt es nochmal, der Klimax spitzt sich zu und fällt dann, der Spannungsbogen fällt dann sauber ab und du hast dann einen Schluss, mit dem du gut leben kannst. Bei Enklave baut sich der Spannungsbogen bis zum Ende auf und bricht dann abrupt ab oder wird quasi nicht aufgelöst, sondern ist dann einfach vorbei. Und diese Situation lässt einem natürlich mit dem Wunsch nach einer Fortsetzung zurück. Ich weiß nicht, was ich da schreiben soll. Du kannst es vielleicht mal kurz zusammenfassen, was ich schreiben soll, dann mache ich das halt einfach. Na gut, ja, also... Man schreibt doch mal ein Buch, ein Skript und dann kann Volker das noch kurz überarbeiten. Ich ghostwrite in Klave 2 für Volker. Kannst einfach ins Grüne machen, dich mit Psychedelika abschießen und deine Träume aufschreiben. Was ja also im Prinzip der Entstehungsprozess von Ins Blaue war, aber... Bitte? Nix, alles gut. Also, liebe Zuhörer, geht auf den Affiliate-Link in der Beschreibung, kauft das noch nicht vorhandene Skript von Friedemann und damit, ja, auf Wiedersehen. Nee, ich danke nochmal, Zirke, dass du nochmal in unseren Podcast gekommen bist. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Vielen wieder Dank. Auf jeden Fall. Ansonsten würden wir uns verabschieden mit einem Zitat von Lovecraft oder Pseudo-Zitat, Angst, stärkste Emotion des Menschen. Ja, weil Hass keine Emotion ist, muss es wohl die Angst sein. Auf jeden Fall. Also damit, danke nochmal Zirke. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bis dann. Bis dann.